zusammenspielen. Wenn ihr das verpassen wollt, das würde ich euch nicht raten. Okay, ich will euch nicht lange nerven hier, deswegen will ich einen Blues mit euch zusammen machen. Und zwar bei dem Blues braucht ihr gar nichts. Ihr braucht noch nicht mal zu greifen. Ihr zupft nur mit der rechten Hand die beiden E-Seiten. Also wenn ihr schon mal wisst, wie die Seiten heißen, dann ist der heißt Kinderleicht. Und das geht so, ich singe vor und ihr singt nach, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt den ganzen Tag ganz hart hier außerhalb Hamburgs auf den Baumwollfeldern gearbeitet. Und ihr kommt jetzt nach Hause, steht vor der Türe, ihr hattet gestern Abend Stress mit eurer Freundin, Freund und Lebenspartner und der lässt euch nicht rein. Davon handeln so die Bluestexte. Ja, könnt ihr euch bestimmt gut vorstellen und das geht so. Baby, ich bleib hier. Baby, ich bleib hier. Baby, ich bleib hier. Mach endlich auf, steh vor deiner Tür. Okay, jetzt wisst ihr, wie es geht. Die Geschichte geht weiter. Hier bringt mich keiner weg. Hier bringt mich keiner weg. Hier bringt mich keiner weg. Mach endlich auf, das hat doch keinen Zweck. Ich spiel den Blues für dich. Ich spiel den Blues für dich. Ich spiel den Blues für dich. Mach endlich auf, das wäre gut für mich. Ich heule wie ein Hund. Ich heule wie ein Hund. Ich heule wie ein Hund. Mach endlich auf, das wäre nicht gesund. Dann kann man noch zwei Töne auf der dicken D-Seite zupfen. Und schon wird da ein berühmter Blues draus. Ihr kennt bestimmt alle On the Road Again. Was anders ist das nicht. Also ist kinderleicht, kann sofort jeder lernen. Und ich habe noch 20 andere Strophen, die will ich jetzt aber nicht mit euch hier üben. Also wenn ihr Lust habt, kommt einfach rüber, macht mit, es stehen Gitarren da. Jeder kann sofort einsteigen und ich schwöre, heute Abend spielt ihr hier auf der Bühne. Bis gleich.